Servus Freunde und willkommen zurück bei Shisha WG. Heute reacten wir wieder auf Videos von Shisha Cloud, 2 an der Zahl. Die Jungs packen wieder sehr fragwürdige Dinge in ihren Shisha-Kopf, einmal Knoblauch, einmal Wasabi. Wir sind sehr gespannt, ob sie sterben oder einfach nur einen Tag lang nach Knoblauch riechen. Wir schauen mal rein nach dem Intro. Willkommen Corona in der Test-Shisha-Cloud-Zentrale. Wir drehen zurzeit lauter Videos, wie wir Sachen testen. Ich habe hier eine richtig krasse, dicke, fette Knoblauchzehe. Sie riecht extrem. Ich liebe Knoblauch in jedem Essen. Hammergeil. Ich liebe Knoblauch. Knoblauch, geilste Scheiß der Welt. Ey, Knoblauch an so ziemlich jedes Essen. Beste. Aber ob es jetzt unbedingt in der Shisha sein muss, das erfahren wir gleich. Ich habe hier eine wunderschöne Knoblauchpresse und da pressen wir uns jetzt hier wunderschön mal ein bisschen Knoblauch rein. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze... Oh, eine Fliege. Die wollen wir nicht mehr rauchen. Alter, ich glaube, das reicht. Ich glaube, ich brauche da gar nicht weiter pressen. Ich glaube, das reicht, ja. Oh. Danach riecht dein Zimmer nach einer Dönerbude. Ich glaube auch. Guck dir das an. Scheiße, ist das viel. Ein bisschen mit dem Tabak auch vermischen, würde ich sagen. Weil ich glaube, das wird sonst richtig hart. Ich glaube, das wird so oder so hart. Alles riecht ja verrückt. Und was rauchst du? Zitrone-Knoblauch, Bruder. Das ist ja Knobi, ja? Man kennt ihn. So. Ich glaube, das wird scharf beim Rauchen, kann ich mir vorstellen. Puh. So, Kohlen sind schon etwas kleiner. Wird, ich weiß nicht, ob das mein Vorteil ist. Ich glaube, ja. Weil dann ist nicht ganz so heiß, weil wir haben jetzt schon ein paar Videos gedreht, aber wir testen mal. Ja, er hat richtig Bock. Heute wieder Knoblauch rauchen. Gar keinen Bock. Jetzt schon. Alter. Leute, jetzt schmeckt schon. Geil. Also, schmeckt nach Knoblauch. Zieh mal kurz. Es raucht noch nicht, aber zieh mal kurz. Nur damit du weißt, ja, okay. Wie es schmeckt. Aber. Knoblauch riecht ja auch so krass. Kann ich mir vorstellen, dass man den jetzt schon schmeckt. Wow. Oh. Okay. Heute läuft nichts mehr. Wow. Weißt du, mein Problem ist, ich steige mich da immer so rein. Ich muss da gleich kotzen oder so. Wird die Leute bestimmt feiern. Also Leute, das schmeckt so schön, krass nach Knoblauch. Raus. Danke fürs Abo. So ein krasses Knoblauchbaguette. Also vom eigentlichen Geschmack schmeckt man nichts mehr, zu 100% nicht mehr. Schmeckt eigentlich nur noch Knoblauch. Und dabei raucht es noch nicht mal. So, der Kopf ist langsam warm, es raucht langsam. Ja, ja. Das dauert ein bisschen länger, weil die Kohlen natürlich schon etwas... Ohne Scheiß, ich würde Shisha Cloud empfehlen, dass sie sich so ein Anrauchgerät holen. So ein Anrauchgerät, dann hier den Knobikopf schön anrauchen lassen und dann probieren, wenn er an ist. Aber hier das bisschen Rauch da, das zählt ja nicht. Das zählt nicht. Da muss schon ordentlich was her, ne? Kleiner sind, aber... Wieso hast du es gut Leute, das ist irgendwie crazy. Es funktioniert, es schmeckt nach Knoblauch. Es raucht halt noch nicht. Alter, krasser Scheiß, Alter. Komm, ich habe hier noch sogar so Pimpfkohlen. Jeder Grad zählt. Machen wir die mal noch mit drauf. So. Eine haben wir noch. Guck mal, wie lange wir schon Videos drehen heute. Alter. Meinst du, der Atem bleibt jetzt so 3 Tage, oder? Ich schmeck's auch noch. Schmeckst immer noch? Mhm. Ja, das ist scharf, schmeckt nach Knoblauch. 1:1 schmeckt so in der Shisha. Also, krasser Scheiß. Also, Begeisterung ist echt was anderes. Boah. Ja, schon heftig. Also, schon heftig Knoblauch, Leute. Der Rauch mieft auch richtig. Der mieft? Der riecht, ja. Schade, oh, dass ja. Ihr das nicht riechen könnt.
Du riechst es aber, gell? Guck mal, krass. Mein Atem, ich habe Zähne putzt. Guck mal kurz her, riecht das? Das geht. Geht? Das geht bis jetzt. Ja gut, das verteilt sich wahrscheinlich auch nicht so jetzt krass im Mund, als wenn man Knoblauch essen würde. Das ist keine unangenehme Schärfe, sondern du hast wirklich nur eine scharfe Knoblauchnote. Das wird aber schon ein bisschen widerlich, muss ich schon sagen. Also lobe ich mir doch meinen Knoblauch freien Kopf. Boah. Süßer ran, moin moin. Boah, selbst Wasser schmeckt nach Knoblauch, wenn du es runterschluckst. Aber jetzt qualmt's an. Ja, ja. So, David, du darfst auch noch ein bisschen puffen und deine Meinung dazu sagen. Oder? Der Knoblauch-Mief kommt krass entgegen. Also, schmeckt jetzt nicht scheiße, ne? Aber Knoblauch in der Shisha ist halt irgendwie fraglich, ne? Das schmeckt wie ein Knoblauchpaket, gell? Geil, erstmal Faber mit Knoblauchrauch, beste. Ja, kann man schon machen. Also. Kann man machen, muss man. Sie haben gesagt, es schmeckt gut. Und sieht sie um. Ja. Ja. Man kann es machen, aber. Man muss es nicht. Man muss es aber nicht. Aber man sollte es nicht. So, ich nehme noch einen Zug. Gönn mir die. Okay, also Knoblauch in der Bowl war eher so ein. Wir gucken mal, ob was war das andere? Wasabi im Kopf. Boah, Junge, Wasabi im Kopf, ey. Da hätte ich aber. Boah, da hätte ich Schiss vor. Oder was heißt Schiss? Also, das glaube ich, könnte schon böse, böse reinhauen. Wir gucken mal rein. Oh, Junge, Junge, Junge. Wir probieren was Neues aus. David kam auf die glorreiche Idee, Wasabi-Paste anzuwenden im Kopf. Nachdem wir ja schon Tabasco drin gehabt haben, was schon ein bisschen schwierig war, weil wir haben das auch in die Bowl gemacht, das war ultra scharf. Haben wir jetzt Wasabi. Ich selber mag Wasabi nicht so, das hat so einen komischen Geschmack. Auch bei den Wasabi-Nüssen finde ich das... Meerrettich. Meerrettich, Digga. Weil... Und jetzt kommt der Sushi-Nerd in mir durch. Das Wasabi, das wir in Deutschland bekommen, ist eigentlich gar kein Wasabi. Das Wasabi in Deutschland ist Meerrettich, das mit Wasabi-Geschmack und grüner Farbe versetzt wurde und schön fein gerieben wurde. Wasabi ist eigentlich eine Pflanze, die in Bächen in Japan mit einem Kiesbett unten in einer relativ flachen Flusszone wächst und traditionell auf einem Holzbrett mit roher bzw. mit rauer Haihaut bespannt wurde. Und auf dem Brett wird normalerweise die traditionell gewachsene Wasabi-Pflanze gerieben, um die Wasabi-Paste für Sushi zu bekommen. Da das aber viel zu teuer ist, kriegen wir in Deutschland nur Meerrettich-Paste, die ein bisschen nach Wasabi schmeckt. Entschuldigung. Aber the more you know, jetzt seid ihr alle Wasabi-Profis. Dann könnt ihr jetzt auf jeder Party richtig schön flexen mit eurem Wasabi-Wissen. Ein bisschen merkwürdig, ja. Aber was soll's, wir probieren das Ganze mal aus. Wir haben schon ein bisschen von Wasabi oben drinnen. Ich habe das mal so probiert, ich habe ein bisschen was rein. Ihr könnt es mal sehen, kommt mal her. Ich habe ein bisschen sagen, was oben rein, das sieht ein bisschen komisch aus. Ja, muss man ehrlich gestehen. Aber ich schmecke noch nicht wirklich was. Was, echt? Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht, ich hätte gedacht, also, das ballert einen schon weg. Nach dem, was drin sein soll eigentlich. Das heißt, glaube ich, wir müssen davon mehrere machen. Krass, das sah jetzt echt nicht wenig aus und ich hätte gedacht, dass einen das schon richtig, richtig heftig wegballert. Weil wir haben bei Tabasco auch gemerkt, weniger ist nicht mehr. Man muss mehr reinmachen, damit auch das mehr kommt. Jetzt hauen wir da mal ein bisschen Wasabi rein. 300er IQ-Move an der Stelle. Nicht scheiß drauf, ich stelle es in den Kohlekorb. So, dann hauen wir hier mal noch eine schöne Wurst Wasabi rein. Schöne Wurst Wasabi. Eklig. Boah. Das erinnert mich schon an diese Wasabi-Nüsse. So, schmotz mal das mal hier so. So ein bisschen hier rein. So schön in der Oberfläche lassen. Boah. Gucken wir mal, wie das wird. Willst du den ersten Zug nehmen?
Geht so, Bruder. Du da hinten kommst frei auch gleich ins Video, ich sag's dir. Wenn's schlimm wird, wir brauchen deine Meinung. Jetzt sollen wir noch Wasabi ins Wasser rühren. Wir wollen immer neue Leute sehen. Schwesterherz. So. Wartet kurz. Ich muss das kurz anziehen und dann kann ich sprechen. Wieso? Ist scharf? Ich trau mich noch gar nicht so. Ich weiß nicht, ob ich es eklig finden soll oder ich einfach ziehen soll, weil es geht noch. Ich habe einfach ein bisschen Angst, dass ich Krebs kriege oder so davon. Instant. Es raucht auch nicht mehr so ganz. Was ein Rauchbeschleuniger ist, das Ding auf jeden Fall nicht. Kommt halt wahrscheinlich weniger Hitze gerade dran, ne? Vielleicht müssen wir es auch wieder in die Bowl machen, wie beim Tabasco, oder? Also ich schmeck Wasabi, kann man nichts sagen, man schmeckt es, aber es ist noch angenehm. Also so ein angenehmer Geschmack kann man sagen, okay, das könnte es auch tatsächlich geben vom Hersteller, aber irgendwie, das knallt nicht. Wir wollen ja, dass es knallt. Deswegen hauen wir das jetzt einfach mal in die scheiß Bowl rein. Was soll's? Ich hab's mir schon gedacht, dass es wieder in die Bowl kippt. Da bin ich jetzt auf jeden Fall mal gespannt, ey. Probieren wir das mal aus. Mal gucken, ob wieder was Schlimmes passiert. Jawohl, mach die Tube leer, ey. Du weißt, wie sich das anhört. Wie, David? Sagst du? Wie beim Scheißen. Das war 1:1. Erstmal so eine gute Tube Wasabi da unten mit reingeklatscht. Da bin ich ja mal gespannt, ey. 1:1. Ich trau mich da noch nie so irgendwie. Es geht. Komm, da geht noch Wasser. Ja, mal leer das Ding jetzt. Was soll der Geiz? Boah, ob so. Den jetzt wegflankt beim ersten Zug? Also wenn jetzt echt nichts passiert, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Er hätte nochmal ordentlich schütteln sollen. Er hat's ja aber gar dann könnte er es machen. Dann wisst ihr, dass nicht wirklich was passiert. So. Er hat ja null vermischt. Nee, der hätte das schön ins Wasser rühren müssen. Schmeckt wie so Wasabi-Nüsse, aber angenehm. Die sind nicht scharf, also ich mag die ja eigentlich nicht. Aber der Geschmack ist ja okay, wenn er nicht scharf ist. Aber so, wie so harmlose Wasabi-Nüsse. Oh. Wartet mal kurz, warte. Ich muss das kurz nochmal, ob das wirklich so war oder ob es einfach wieder nur eine Einbildung von mir war, dass ich mich ekeln muss. Jetzt geht's doch los. Ja, wenn man das so tief runterzieht, dann merkt man das schon irgendwie. Ja, der Geschmack ist nicht scharf. Ohne Scheiß, 90% der Leute, die die Shisha-Cloud-Videos gucken, wollen ihn einfach nur leiden sehen. Traurig, aber auch witzig. Also es ist wirklich nicht scharf, nur der Geschmack ist eklig. Mir wird gerade richtig schlecht. Also es könnte echt passieren, dass ich irgendwann mal in so einem scheiß Video hier kotzen muss, ohne Witz. Also Leute, ich bin ehrlich, man kann es rauchen, man muss es nicht, man sollte es auch nicht und ihr solltet es auch wirklich nicht nachmachen. Bitte. Es ist es nicht. Was war das jetzt? Falls du kotzen musst. Falls ich kotzen muss. Da, also mir wird da, ich steige mich da mal rein, mir wird da irgendwie so ein bisschen schlecht. Also mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. David darf jetzt noch einmal probieren, darf auch mal ein bisschen ziehen. Und vielleicht kotzt er hier in den Eimer. Ja, dem aber David erstmal noch schön die Kohle in die Mitte hauen. Aber zieh mal ein bisschen länger mal, so wie ich immer, so richtig reinballern. Vielleicht kommt bei dir auch so ein bisschen der Ekelgeschmack. Vielleicht müssten wir das auch mehr verteilen. Du kannst ja noch mal was reinklatschen. Nee, aber ob Wasabi wirklich... Du kannst ja vorne ins Mundstück schmieren. Ja, dann schmecke ich safe. Ja, okay, man schmeckt schon. Man schmeckt es auf jeden Fall. Ist es eklig oder? David, sein Gesicht lügt nie. Geil. Das haben wir schon aus den letzten Videos erfahren. Geil ist es nicht. Es
Das hat so einen leichten Touch von dem Zwiebel irgendwie. Okay, also Knoblauch im Kopf war wohl mies geschmackintensiv und auch nicht so nice, aber Wasabi scheint wohl gar nicht so übel zu sein. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. So, Leute, sehr, sehr gerne noch ein Abo da lassen, wenn es euch gefallen hat, damit ihr auch beim nächsten Mal wieder am Start seid. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha-WG.